Yo, meine Friends! Brandy is back! In der letzten Folge haben wir uns vor die vierte Arena gestellt. Und, ja, wir werden jetzt einfach mal einfach reingehen in die vierte Arena. Sie ist, wie ihr sehen könnt, voller Pflanzentypen. Ich soll dir etwas über diese Arena erzählen. Nur echte Damen sind hier zugelassen. Tja, dann haben wir Glück gehabt, oder? Weil wir sind eine echte Dame, würde ich mal behaupten. Naja, wobei so echt sind wir dann auch wieder nicht. Weil ich meine, ich bin eigentlich ein Junge. Eigentlich. Aber wirklich nur eigentlich. Das ist sehr effektiv, sehr gut. Das macht natürlich viel mehr Spaß, wenn das so sehr effektiv ist. Ich bin ehrlich gesagt gespannt, wie lange wir noch brauchen werden. Wir sind jetzt schon bei Orden 4. Ich denke mal so, es wäre schon top, wenn wir unter 50 Parts kommen. Aber ich denke mal, das könnte sich noch ein bisschen ziehen. Und, ja, also, wie gesagt, 50 Parts wären top. Unter 50 Parts wäre übermenschlich, über 50 Parts wäre eigentlich fast schon zu erwarten. Ich habe eigentlich keine Lust, zwei Megaprojekte gleichzeitig zu haben. Normalerweise müsste Final Fantasy im Normalfall nebenbei laufen. Wir müssten dann jetzt, ich weiß nicht, Part 5 oder so müsste jetzt schon oben sein in dem Fall. Bin mir aber nicht ganz sicher. Mir wurde es schon langweilig, ja, ja. Das ist schön. Mir ist nämlich auch langweilig, Schönheit. Und deswegen werden jetzt deine Pokémon dran glauben, durch die ganzen Konfusionsattacken, Glut- und Windstoßattacken. Diese Arena habe ich immer geliebt, wenn ich mit Glutexo hier drin war, weil ich definitiv sicher war, dass spätestens hier ein Glurak auf uns wartet, nach dem Arena-Orden. Und meistens war es dann auch der Fall. Einmal nicht, da war ich sehr enttäuscht, da ist er nämlich 35 geblieben, nicht weiterentwickelt. Ja, das ist natürlich ganz blöd gelaufen dann, in unserem Fall. Pikachu müssten wir jetzt eigentlich auch auf 32 leveln, aber das wäre wirklich eine Verschwendung für unsere Pokémon, wenn wir wirklich jetzt darauf bestehen, dass wir alle 32 sind. Muss ja nicht so sein, ne? Oh, fuck. Oh, was war das denn? Oh, man. Bitte schlag dich. Oh, Gott sei Dank. Hahaha. Das war Absicht. Das war natürlich Absicht, Leute. Das wollte ich nur nicht zugeben. Knofensa. Probieren wir es einfach mal mit Täubchen. Mal sehen, was sie so macht. Wir haben ja drei Arten von Pokémon im Prinzip, die effektiv sind gegen die hier. Täubchen sogar noch ein bisschen mehr, glaube ich, als Smetbo sein Konfusion. Bin mir aber nicht ganz sicher. So, einmal einen kurzen Schluck und den nächsten Kampf antreten. Bisasam! Dich kämmer doch, alter Kollege. Oh, ich habe vergessen zu wechseln. Das macht natürlich etwas, ist ein bisschen blöd, muss man schon sagen. Aber das ist natürlich ganz, ganz uneffektiv gegen uns. Aber, naja. Muss jeder selber wissen, wie er mit seinen Sachen umgeht. Wir wissen es auf jeden Fall. Als nächstes wird dieser Knops oder was auch immer gerufen. Wir schicken unser Täubchen mal in den Kampf Knosp. Dieser Knosp. Finde ich, ist die beste Entwicklung von allen drei. Sieht am besten aus zumindest. Dieser Floor sieht einfach nur aus wie ein fetter Stein, der irgendwo liegt. Du bist schockiert? Ja, tut mir leid, das ist mir scheißegal. Wir werden jetzt erstmal Täubchen, dann wird Fackel ein Level erreichen und dann könnte, wenn was übrig bleibt für
wenn was übrig bleibt für Ling, dann bleibt halt was für Ling übrig. Aber bis dahin werden wir unsere zwei anderen Pokémon trainen. So, jetzt müssen wir mal einen kleinen Plan aufstellen, wie wir denn die nächsten Parts agieren wollen. Wir sind jetzt beim vierten Orden. Wir werden danach Arena 5 machen. Nicht Arena 6, sondern Arena 5. Und Arena 5 werden wir vor oder nach dem Gebäude von Team Rocket machen. Da bin ich jetzt gerade am Überlegen. Vor oder nach? Das hängt jetzt nämlich davon ab, wie wir uns anstellen. Musste ich gerade echt überlegen. Wir könnten, nein, wir machen das allererstes, wir holen uns Nocturne oder Kikli. Da bin ich noch nicht so ganz sicher. Am fünften Orden kann man sich ja eins von den beiden holen. Welches der beiden wir uns holen, das muss ich nochmal online nachlesen. Was man sich holen sollte. Aber eins ist sicher, eins von den beiden holen wir uns. Einfach mal, weil wir es haben wollen. Ja, jetzt ist so die Frage. Habt ihr irgendwelche Meinungen? Nee, das frage ich euch nicht, weil ich nehme danach direkt auf. Deswegen frage ich euch gar nicht erst. Ihr habt keine Meinung. Eure Rechte stehen auf einem weißen Blatt Papier. Bei mir. Nee, Spaß. Ich pack's einfach zeitlich nicht, wenn ich jetzt nicht aufnehme, irgendwas hochzuladen für die nächsten Wochen. Deswegen tut mir das leid. Ich muss das jetzt schon die Entscheidung treffen. Tut mir wirklich leid, Leute. Und ich hoffe, ihr nehmt mir das jetzt nicht übel. Aber wir werden Kikli nehmen. Einfach weil Kikli geiler aussieht. Muss man einfach gesagt haben. Ich finde Kikli auch irgendwie besser. Ultrigaria. Ja, wir haben einfach Vorteile jetzt mit dem Feuer-Pokémon hier in der Arena. Muss man einfach gesagt haben. Vor allem rocken wir dann auch die Arena-Leiterin im Normalfall. Ganz ohne große Mühen. Duflor. Ja, also der erste Schritt wird sein, wir machen natürlich die Arena-Leiterin hier. Danach werden wir unsere Pokémon kurz heilen gehen. Dann werden wir im nächsten Part in Richtung 5. Orden gehen. Dort werden wir dann zuallererst einmal unser Kikli holen. Nachdem wir unser Kikli geholt haben, werden wir das Gebäude der Rockets machen. Und danach werden wir unseren fünften Orden abholen. Das ist so der Plan bis dahin. Ich hoffe, er gefällt euch. Mir gefällt er. Was nach dem fünften Orden passiert, das besprechen wir dann. Das ist jetzt nicht so vom Belangen. Wir werden jetzt in dieser Arena nur noch mit Fackel kämpfen, aus dem einfachen Grund, da mir aufgefallen ist, wenn ihr schon rübergehen in Richtung 5. Orden, die Kampf-Pokémon dort, die sind für Smetbo ein leichtes mit seinen Attacken. Von daher haben wir natürlich wieder vergessen, das Pokémon zu wechseln. Das macht es natürlich ganz leicht für unser Täubchen. Ja, wir müssen jetzt das Pokémon wechseln. Ich würde gerne noch, dass meine Fackel hier 33 erreicht. Ja, wir müssen unser Team auch ein bisschen gleichmäßig wieder machen. Das heißt, nach dem 5. Orden wird es eine kleine, aber feine Training-Session geben. Und nach dieser Training-Session werden wir einfach versuchen, unsere Pokémon wieder auf ein Level zu bringen. Ich denke, das wird 35 sein. Bin mir aber nicht ganz sicher. Beziehungsweise ich bin mir eigentlich schon fast sicher, dass es 35 sein wird, auf die wir alle bringen werden. Und ich denke mal, das reicht dann auch an Leveln. Aufwecker bitte. Müssen wir uns mal neue holen.
So. Als nächstes stecke ich mal meine Fackel on the front. Als da, das da. Also, so ein großer Unterschied ist es nicht. Also, wir werden unser sechstes Pokémon definitiv erstmal noch finden müssen. Ist das Wetter nicht wundervoll? Einfach herrlich. Du meine Güte, ich muss kurz eingenickt sein. Willkommen. Ich bin Erika, die Arena-Leiterin von Prismania City. Ich liebe die Kräfte der Natur. Deshalb trainiere ich Pflanzen-Pokémon. Du möchtest gegen mich antreten? Also gut, ich werde ohnehin nicht verlieren. Das glaube ich allerdings weniger, wenn du mein erstes Pokémon gleich siehst, Erika. Ja, wir werden ein sechstes Pokémon suchen. Es wird definitiv ein Wasser-Pokémon werden. Muss leider. Aus dem einfachen Grund, wie ihr seht, die Level haben schon wieder angezogen. Aus dem einfachen Grund, ich habe sonst kein Ding zum Surfen. Dementsprechend hat sich das alles erledigt und wir brauchen ein Wasser-Pokémon. Von daher führt so oder so gesehen kein Weg daran vorbei. Und ich finde, ein Wasser-Pokémon im Team schadet nicht. Dann hätten wir nämlich so gut wie alle Typen von Pokémon in unserem Team. Und wie ihr seht, das ist ein ganz recht fixer Kampf hier. Ja, setz halt Stachelspore ein, habe ich kein Problem, kannst du mich wenigstens nicht einschläfern. Nach der nächsten Attacke ist sowieso vorbei mit dir. Das tut mir jetzt aber ganz weh, auch wenn es ein Volltreffer ist. Es ist paralysiert, natürlich kann ich da nicht angreifen. Was habe ich mich auch gefreut. Ja, jetzt hör auf. Hör mir bloß auf hier, ich sag's dir, ne? Jetzt fick dich doch, ganz ehrlich. Jetzt einen Volltreffer noch, bitte. Machst du den? Nee. Aber unsere Fackel ist weiterhin paralysiert. Dreimal hintereinander. Das finde ich ist unfair, muss ich leider sagen. Ist so. Als nächstes. Wir beenden jetzt einfach den Kampf. Machen wir es einfach so. Und wenn er dann auch einen Volltreffer macht, dann habe ich halt noch Täubchen. Hat er aber nicht gemacht, Gott sei Dank. Und Fackel endlich. Oh, Gott sei Dank, ey. So, dann hätten wir das jetzt auch erledigt. Level 34. Und dann Flammenwurf. Da ist hier endlich die Attacke. Auf die warte ich schon seit Jahrhunderten. Wir werden direkt mal 95, 100. Wir werden direkt mal die Glut weghauen. Wir brauchen die nicht mehr. Und ja, hiermit beenden wir dann auch gleich den Part. Ich muss meine Niederlage eingestehen. Deine Stärke ist beachtlich. Ich übergebe dir den Farborden. Danke, danke. Danke, danke. Der Farborden lässt Pokémon bis Level 50 deinen Befehlen folgen. Außerdem können deine Pokémon nun Stärke außerhalb von Kämpfen anwenden. Nimm bitte doch dieses Geschenk. TM19. Gigasauger. Okay. Naja, wie dem auch sei, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part. Pokémon, ich werde jetzt erstmal aufs Klo rennen. Ja. Tschaußen.